zusammen. Mein Name ist Judith Weiß, ich bin von Stempelkurs.com und ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Meine Lieben, ich habe heute mal was anderes für euch als sonst. Ich habe ein super schönes Projekt mitgebracht, das ist diese Karte hier. Das ist eine diagonale Karte, die ich vor einiger Zeit mal gebastelt habe mit diesem super schönen, ich liebe ja den Wal aus Fantastfisch, ne? Es ist einfach schön. Aber heute ist November. Und ich mache mal so, dann könnt ihr schon mal sehen, was das hier für eine Karte ist. Also es ist eine diagonale Karte, die habe ich mit diesem tollen Set und dem Designerpapier gebastelt vor einiger Zeit. Da war es noch Sommer, da hatte das perfekt gepasst und es ist so, so schön. Und diese Kartenform habe ich entdeckt bei der lieben Nadine Weiner von Stampin' Club. Die ist, also wenn ihr die noch nicht kennt, Freunde, das ist eine Demonstratorin, die ich besonders sehr, sehr cool finde, sehr bewundere für das, was sie tut. Also guckt mal bei der vorbei. Da habe ich diese Karte gefunden und habe sie nachgepastelt, fand sie wunderschön und habe heute vor, mein Projekt für den Kreativ-Ladies-Blog-Hop mit dieser Karte nochmal zu machen. Einfach, weil ich die so schön finde und weil ich euch auch zeigen wollte, es geht auch anders als in diesem, ne, sommerlichen Gedöns, sag ich mal, ne? Und das Besondere ist, ich weiß überhaupt noch nicht, was ich heute machen werde. Also deswegen habe ich auch diese Karte in der Hand. Ich werde das live basteln. Und ich zeige euch vorher einmal, was ich dafür so benutze. Ich habe nämlich neuen Scheiß. Also so neu ist der Scheiß nicht, aber für mich ist er neuer Scheiß. Ich habe jetzt noch so kurz vor Weihnachten noch ein letztes Weihnachtsset, eine letzte Weihnachtsproduktreihe für mich selber bestellt, weil ich damit gerne arbeiten wollte. Und das ist die Reihe, ich glaube die Reihe heißt auch Schneeflockentraum. Das ist diese Reihe mit diesem unglaublich schönen Designerpapier. Boah, ist das schön. Also wenn ich das eher gecheckt hätte, wie schön das ist, ne, hätte ich glaube ich auch eher bestellen können. Das werde ich gleich benutzen. Ich weiß noch nicht, welches davon. Es gibt ungefähr 1000 schöne, also 12 schöne Seiten, die es hier gibt und die ich dafür verbraten kann. Das werde ich gleich benutzen. Dann habe ich dazu das Stempelset auch ausgesucht. Schneeflockenwünsche mit den passenden Stanzformen. So viele Flocken heißen die. Das ist ganz, ganz süß. Also ich habe das am Wochenende schon mal kurz ausprobiert, das Stempelset. Wollte da nochmal was Schöneres basteln. Hier mit so einem, seht ihr das? Das ist so ein Rahmen. Da kannst du so eine Guckkarte quasi machen und eine Schüttelkarte mit. Ist richtig schön. Oder hier die einzelnen Schneeflocken, die ausgestanzten Stempelbilder. Das, also ohne Ende. Kann man damit tun. So. Genau, das Stempelset habe ich mir mitbestellt. Das ist wirklich unglaublich schön. Man kann damit auch Schneeflocken bauen, andere, sag ich mal. Ne? Also wenn du so mehrere übereinander stempelst von diesen Schneeflocken, kannst du dir größere bauen. Es sind schöne Sprüche dabei zu Weihnachten. Also das ist wirklich ein Mega-Set. Ich bin froh, dass ich es jetzt auch habe. Das habe ich. Was ich noch habe, ist die passende Stanzform. Also der Prägefolder, so heißt das ja richtig. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen mit den Schneeflocken. Das werde ich auch benutzen, glaube ich. Und dann habe ich mir schon mal die Farben zurechtgelegt, die in diesem, die in diesem Designpapier vorkommen. Das ist eine Menge. Ich glaube, das werde ich nicht alles benutzen können. Aber ich weiß es, wie gesagt, noch nicht. Mal gucken, was sich so gleich ergibt. Also Marineblau, Pazifikblau, Abendblau, Aquamarin, Jade, Babyblau und Heideblüte. Also alles irgendwie Blau und Heideblüte dazwischen. Das ist alles im Designpapier drin, das kann man dazu benutzen. Das ist auch sehr, sehr schön. Und zusätzlich habe ich mir als Embellishment, weil ich habe ja hier so kleines, ne, ich habe ja hier auch so ein bisschen mit Glitzy gemacht. Also es wird vom Prinzip her später, denke ich, hoffe ich, genauso aussehen. Deswegen, ne, sage ich, ich brauche hier noch so ein bisschen Glitzy. Dann habe ich hier die Pailletten-Schneeflöckchen, ne, diese kleinen. Süß, ne? Also ich glaube, die passen auch super dazu. Die habe ich hier zur Hand. Und was ich auch noch zur Hand habe, das ist, was ich hier gemacht habe. Das sind meine absoluten Lieblingsetiketten geworden. Ich kann ja, also die gab es im letzten Mini-Katalog schon. Die heißen so hübsch bestickt und passen zum Stempelset. Ich glaube, so gesagt heißt das. Die Dinger, also ihr seht das, ne? Die entwickeln sich zu meinen absoluten Lieblingsstanzformen, muss ich echt sagen. Also ich habe erst, ich brauche sie nicht und jetzt benutze ich sie ständig, weil die einfach schön sind. Ne? Die sind alle drei, das ist das Coole, das ist so schön vielfältig, ne? Alle drei Etiketten kommen aus diesem Stanzformset und da gibt es noch mehr. Also es ist wirklich ganz, ganz großartig. So, das habe ich.
Genau, und zu guter Letzt brauche ich auch noch ein Band, ne? Ich brauche da noch ein Band, was ich hier verbraten konnte, damit das so ähnlich aussieht später wie die Karte, die ich schon mal hatte. Und dann habe ich mir hier dieses ausgesucht. Das ist tatsächlich das Band, was hier zum Meeres, zur Meereswelt passt. Das ist feines Geschenkband in, ich glaube, Aquamarin ist das, ne? Ja, in Aquamarin. Also ist alles so sehr sanft hier. Das wird später so eine richtig schöne, ja, ich will nicht sagen Mädchenkarte. Ich finde diese Geschlechterkeule, das muss immer nicht sein. Aber es wird schon sehr, sehr sanft und es wird hübsch. Eine hübsche Karte. Ihr Lieben, ich werde jetzt anfangen, live zu basteln. Ich werde euch gleich einmal kurz, das ist das Wichtigste, glaube ich, einmal kurz erklären und zeigen, wie das mit dem neuen Papierschneider und so einer diagonalen Faltkarte geht, weil es ist ganz, ganz einfach. Und danach werde ich nur noch die Musik laufen lassen und hier ganz entspannt mein Projekt für den Blockhop vor mich hin basteln. Und ich hoffe, euch gefällt am Ende, was dabei rauskommt. Ich hoffe auch ein bisschen, mir gefällt, was gleich dabei rauskommt. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Und ich wünsche uns allen ganz, ganz viel Spaß dabei. So, das packe ich jetzt erstmal zur Seite, weil das brauche ich noch nicht. So, und jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie das mit der diagonalen Karte funktioniert. Es ist wirklich, wirklich einfach. Alles, was ihr dafür braucht, ist eure Papierschneidemaschine, ja? Also, es funktioniert so, dass ihr aus einem Bogen Farbkarton zwei Karten herausbekommt. Ja, seht das? Das ist wirklich ein diagonal geschnittener DIN A4 Karton. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Technik. Ich habe es gesehen und dachte, das ist ja mega geil, einfach weil, ne? Es ist einfach ein halbes DIN A4 Papier völlig anders gedacht, ne? Super. Und ich muss jetzt mal gerade einmal kurz überlegen, mit welcher Farbe ich den Grund für diese Karte mache. Ob das wieder ein dunkle wird oder ob das ein helle. Ich glaube, es wird eine helle Farbe. Ich hatte vorhin, ich war fest überzeugt, ich nehme Aquamarin, wirklich, ich war ganz fest überzeugt. Und jetzt bin ich doch nicht mehr so fest überzeugt, dass ich Aquamarin nehme. Aber es gibt so viele schöne Farben. Ich habe gerade überlegt, ob Jade, ich liebe ja Jade. Ist ja eine meiner absoluten Top-Lieblingsfarben bei Stamping Up. Jade ist wunderbar. Jade ist sehr schön. Aquamarin ist sehr schön. Ist ja so ein bisschen sanft das Ganze. Oh, was ist da passiert? Naja. Das ist sehr schön. Aber ich mag ja auch Abendblau. Ne? Ich mag ja alles. Ne? So, ich mag ja. Ja, wahrscheinlich muss ich erstmal Papier aussuchen. Ich komme wahrscheinlich doch nicht drum rum. Ihr Lieben, ihr müsst jetzt noch zugucken, wie ich Papier aussuche. Das tut mir furchtbar leid, aber ich glaube, die 2 Minuten habt ihr. Vor allem, wenn ihr das noch nicht kennt, habt ihr die 2 Minuten mit Sicherheit auch, weil ihr das Papier noch gar nicht kennt. Ne? Also das finde ich mega. Das ist super. Boah. Also ich finde eigentlich jedes Papier hier mega schön. Muss man echt sagen. Fällt mir jetzt schwer, mich zu entscheiden. Das ist schön. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Das ist die Rückseite, ne? Das ist schön. Das ist das jetzt hier Abendblau. Das ist so eine Abwandlung davon. Ich halte das gerade so neben das Stempelkissen. Ich glaube, am ehesten ist das, glaube ich, Abendblau hier. Mal gucken, ob das dazu passt. Ich hole mir mal. Ich habe ja so einen Schreibtisch mit Aufsatz. Ne? Das ist sehr praktisch für mein ganzes Papier. Das liegt hier in so Fächern, sortiert nach Farbfamilien. Das ist ganz wunderbar. Da kann man mal gucken, eins rausnehmen. Ne, das ist ja auch nicht Abendblau. Was ist denn das? Das ist Pazifikblau wahrscheinlich. Da kann ja nur noch, ne? So. Ich bin ein bisschen heiser. Ich war gestern auf einer virtuellen Geburtstagsparty. Das geht ja anders im Moment nicht, ne, als virtuell. Deswegen ist das auch der Grund, warum ich jetzt heute nicht so viel sabbeln will in diesem Video. Ich glaube, sonst ist es völlig vorbei. Was haben wir noch? Das ist auch so schön, ne? Ah, ja. Also es wird immer schwieriger, mich jetzt zu entscheiden für was. Das ist auch schön. Aber ist schon sehr aufgeregt auch, ne? Ist schon sehr aufgeregt. Ich mag ja aufgeregt, ne? Aufgeregt mag ich. Aber wie gesagt, also Papier, ne? Wunderschön, habt ihr jetzt gesehen. Das ist jetzt der Vorteil an meiner... Oh. Daran, dass ich nicht so entscheidungsfreudig bin, ist jetzt der einzige Vorteil, ne? Ich glaube, sowas mache ich. Ich glaube, ich möchte lieber sowas machen, weil das ist dann nicht so auffällig im Hintergrund, weil der Vordergrund ist ja auch relativ auffällig am Ende. Also ich glaube, es wird entweder dieses hier oder dieses hier. So, jetzt müssen wir einmal überlegen. Also Heideblüte, das mag ich irgendwie nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist keine meiner Lieblingsfarben unbedingt. Aber ich glaube, das ist hier dann Pazifikblau. Jetzt müssen wir einmal gucken, ob das auch zu Marineblau passt, der Grund. Einmal anschauen. Das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Ist ja auch nur der Rand. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Es wird dann aber nicht so hell. Das gefällt mir nicht. Das kann ich auch schon mal sagen. Das finde ich nicht.
Das gefällt mir nicht so gut. So, dann versuchen wir es jetzt einmal nochmal hier mit. Tja, ich glaube dann lieber das Dunkle, ehrlich gesagt. Dann nehmen wir das Dunkle. Alles klar, okay, ja, gut, hab's. Also, das wird unser Papier. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Ich überlege hier parallel noch, ob ich nicht doch dieses hier nehme. Ne? Also, es ist Wahnsinn. Ne? Es ist so ein schönes Papier. Leute, es tut mir leid, dass ihr mir jetzt dabei zugucken müsst. Ne? Boah, aber das ist auch so schön. Guck mal, wie schön das ist. Guck mal, wie schön das ist. Ja, doch Pazifikblau. Ich komme gleich doch bei Pazifikblau raus. Hier ist schon. Guck mal, ich wollte eigentlich gar nicht so ein knalliges haben. Ja, aber das passt gut. Das passt jetzt extrem gut. Und da passt auch wieder Aquamarin extrem gut. Aber hier an der Stelle nicht, eher an dieser hier. Nein, wir machen es jetzt so. Gott. Wir machen jetzt das. Es reicht jetzt auch. Es reicht. So, wir haben uns das jetzt ausgedrückt. Man muss sich ja manchmal zügeln, wenn man sich nicht entscheiden kann. Das ist, nein, das bringt nichts. Das bringt nichts. Wir machen es jetzt so. Ich habe jetzt pazifikblauen Farbkarton mir ausgesucht und dieses Stückchen passend Designerpapier. So. So mache ich es jetzt. Alles klar, das brauche ich später. Jetzt komme ich zu dem, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Also die diagonale Karte. Also, was ich jetzt allererstes mache für diese diagonale Karte, ist, ich nehme hier unten, ich hoffe, das könnt ihr einigermaßen sehen, hier unten, nehme ich jetzt erstes mal meine Falzklinge, beziehungsweise, nee, mache ich nicht. Ich mache das anders. Ich produziere das direkt so, dass ich zwei Karten haben kann am Ende. Ich nehme einmal kurz die Schneideklinge raus, damit ich jetzt gleich nicht die falsche benutze. Das wäre jetzt schlecht. Wenn ihr diese diagonale Falzkarte machen wollt und zwei davon, macht ihr Folgendes. Ihr legt den Farbkarton, legt ihr hin, so als würdet ihr quasi eine normale Quer- und Hochkantkarte basteln. Das heißt, ihr legt den Farbkarton hin und falzt den einmal bei 10,5 cm, ne, also genau hier in der Hälfte an der kurzen Seite, und dann dreht ihr den nochmal um und dann falzt ihr den genau nochmal. 14,85 ist ja die Hälfte, ne, von einem DIN A4, also 8,5. So, mal gucken, dass man das einigermaßen gut trifft. Auch da wird nochmal gefalzt, dass ihr hinterher so ein Kreuz auf eurem Papier habt. Ja, so wird es gemacht. Das ist das Erste. Und danach nehmt ihr aus der Papierschneidemaschine die Falzklinge raus. Das ist einfacher gleich. Und dann macht ihr nur die Schneideklinge. Von unten sehen die immer so unansehnlich aus. Da sind da immer so ganz viele Papierstaubteile unten dran. So. Und dann nur die Schneideklinge rein hier unten. Das ist ja das Gute, es geht ja ganz einfach. Kann man ja rausnehmen hier alles. So. Und dann legt ihr in die Papierschneidemaschine. Die ist groß genug. Das ist ganz wunderbar. Da braucht ihr nichts anderes für. Das ist perfekt. Legt ihr jetzt das Papier so rein, und ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Ich mach mal so, vielleicht kann man das so gut sehen. So legt ihr das rein, dass sich jetzt sowohl diese obere Ecke hier als auch die untere diagonale Ecke in der Schneidenot befinden. Ja? So wird es geschnitten. Ich zeige es mal um einmal hier hoch, in die Schneidenot gelegt. Ich drehe es jetzt um, weil so rum kann ich es schlecht schneiden. So. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist, ihr achtet darauf, wenn ihr das jetzt gleich zuklappt, ja, dann achtet ihr darauf, dass ihr möglichst sanft vorgeht bei dem, was ihr macht, denn das liegt ja jetzt hier oben auf diesen Rillen. Das ist nicht optimal, um Papier zu schneiden, das sage ich euch. Ne? Es ist nicht optimal, es geht aber. So, das reicht uns heute. Es ist nicht optimal, aber geht, reicht uns heute. Und dann gehe ich von der Mitte und drücke das gar nicht so feste hier runter. Also ich guck mal, dass das einigermaßen einrastet, aber nicht so feste. Und dann ziehe ich das ganz schnell durch. Von oben nach unten. Das muss wirklich schnell gehen, ja? Weil sonst knickt ihr euch nämlich, und das seht ihr schon, das ist jetzt hier, ne, hier unten muss man gleich mal ein bisschen nachgeben mit der Schere, aber ihr seht das, ne? Ich kann das mal einmal hier so hochhalten. Seht ihr das im Karton? Es sind jetzt so zwei, drei Falten drin. Das sieht gleich kein Mensch mehr, weil da Designerpapier drüber kommt, ne? So wie hier, also von oben, von diesen Rillen halt, ne? Aber so habt ihr das Papier direkt perfekt diagonal in der Mitte geteilt. Jetzt muss ich hier unten, seht ihr das, muss gleich noch ein bisschen nachhelfen. Das ist halt nur so eingedrückt. Ich kann auch reißen. Ich reiße nicht. Ich mache es mit der Schere. Dafür habe ich die. Na, ich gebe jetzt hier unten, helfe ich so ein ganz kleines bisschen noch nach. Aber nur ein ganz kleines. Das Papier hat das quasi schon ganz alleine geschafft. So. Habe ich gemacht. Jetzt habe ich hier noch so ein bisschen... So, so ein bisschen Schnipsel über, den kann ich auch noch abschneiden. So, zack. Ne? Und bums, habe ich zwei diagonale Karten
ja, Card Base würde man auf Englisch sagen, ne? Zwei diagonale Karten. So einfach geht's. Tada! Ja, so einfach geht's. Und die anderen Maße, die ihr dafür braucht, dann später, ne, die nehmt ihr so, als würdet ihr eine ganz normale Easy-Peasy-Karte machen und schneidet die einfach dann diagonal in der Hälfte durch. Dann passt das, sieht schön aus, kann man so machen. Fertig. Alles klar, meine Lieben. Ich werde jetzt anfangen, live zu basteln. Ich lege euch hinter die Musik drüber, mache euch vielleicht auch einen Zeitraffer rein, je nachdem, wie lange es dauert, bis ich fertig bin mit meiner Karte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Projekt. Ich werde es mit Sicherheit haben. Und dann schauen wir mal, was es uns bringt. Bis später.
So, meine Lieben, fertig. Nach nur, ich glaube, einer Stunde hat es jetzt gedauert. Das ist auf jeden Fall ein Projekt für Leute, die sehr passioniert basteln. Ich merke schon, es ist kein Anfängerprojekt geworden, aber es ist nicht schlimm. Ich mag es unglaublich gerne, obwohl ich die Farbauswahl gar nicht so im Blick hatte, als ich mir heute früh gedacht habe, ach, mit dem Set könntest du das doch super machen. Aber es ist im Nachhinein wirklich, wirklich schön geworden. Es ist außergewöhnlich, finde ich. Auch sehr außerhalb von meiner farblichen Komfortzone, muss ich sagen. Viel Blau. Mir persönlich gefällt es. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch mal auf Abonnieren, Folgen oder je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade seid, gefällt mir. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Ich wünsche euch eine wunderbare Adventszeit, denn ich glaube, wenn ich das hochlade, ist es schon bald soweit. Auch wenn es draußen noch recht warm ist für November, aber
Lasst euch nicht unterkriegen, bleibt gesund, das ist ganz wichtig, aber vor allem verliert eure gute Laune nicht, meine Lieben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Macht's gut!